Ich hatte unter meinem letzten Video so einen Kommentar von Leuten, die gesagt haben, oder besser gesagt gefragt haben, ob ich blöd bin, dass ich eigentlich mit meinem Hund rede. Der würde mich ja gar nicht verstehen. Milka, verstehst du, was die meinen? Also ich nicht. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen im heutigen Milka-Mittwoch-Video. Die Milky heute mal ein ganz ungewohntes Bild, sitzt da hinten im Kofferraum. Ich habe nämlich mein komplettes Auto so schön sauber ausgeputzt. Und ihre Decke ist noch, also diese Schutzdecke, da seht ihr auch mal, wie gut die funktioniert. Also der Sitz sieht aus wie neu, weil da halt niemand sitzt außer Milky. Die Schutzdecke ist noch in der Wäsche und deswegen sitzt Milky gerade noch im Kofferraum. Es tut mir furchtbar leid, Milky. Da sitzt du doch sonst immer auf der Rückbank. Egal. Leute, ihr ahnt wahrscheinlich schon, was für ein Video kommt. Ich habe es bei Instagram ja schon so ein bisschen angekündigt. Heute kommt wieder ein Live-Shopping-Haul-Video. Ich stehe hier vor dem Fressnapf in Österreich und bin mir gerade etwas unschlüssig, um jetzt hier direkt so die Euphorie euch zu nehmen, ob wir das Video überhaupt so umsetzen können. Denn ich glaube, ich weiß nicht genau, wie groß dieser Laden ist. Ich glaube allerdings, er ist so groß, dass man einen Mundschutz tragen muss. Das sollte auch nicht das Problem sein. Ich habe meinen selbstgenähten Mundschutz dabei. Und wir werden probieren, das Ganze umzusetzen. Aber natürlich nur, wenn wir niemand anders stören, gefährden oder sonst irgendwie. Deswegen würde ich sagen, wir starten gleich mit dem Video. Wenn ihr noch kein Abonnent dieses Kanals seid, dann würden sowohl Milky als auch ich uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns kostenlos abonniert, dann verpasst ihr nämlich in Zukunft auch kein Video mehr von uns. Und ja, ich würde sagen, Milky und ich checken jetzt hier mal die Lage, wie es aussieht. Ich muss dazu sagen, ich war noch kein einziges Mal einkaufen seit dieser, jetzt wollte ich sagen, Maulkorbpflicht. Mundschutzpflicht besteht. Also deswegen, das wird jetzt die absolute Premiere. Milka, hast du deinen Mundschutz mit? Dann musst du leider im Auto bleiben. Wow, nicht lustig. Okay, Leute, auf geht es. Und zwar eigentlich kann ich auch fast die erste Frage hier direkt beantworten. Die war nämlich, dass ich etwas spenden sollte dem Tierheim. Und da habe ich doch direkt etwas von zu Hause mitgebracht, was wir noch hatten, was wir noch zugeschickt oder was wir mal zugeschickt bekommen haben und was wir noch hatten. Und zwar diese beiden Futtersäcke hier, einmal ein Kilo und einmal so eine Probe. Und das werde ich gleich vorne in die Tierheim-Spendenbox reintun. Das finde ich nämlich sehr gut. Vielleicht finden wir drinnen auch noch was, was wir spenden können. Aber ansonsten haben wir die erste Aufgabe hier schon parat. Und jetzt checken wir mal die Lage. So Leute, ein etwas ungewohntes Bild, aber wir halten uns natürlich an die Vorschriften und aus diesem Grund starten wir jetzt so mit der ersten Frage von Tanjacha 1 oder mit der zweiten eigentlich vielmehr. Ein Leckerli, welches Milka noch nie hatte. Schatz. Ja, die Mama ist jetzt ein bisschen verkleidet, aber egal. So, deswegen machen wir uns jetzt auf der Suche nach einem Leckerli, was sie noch nie hatte. So, wir sind jetzt hier in so einer Abteilung, wo es Pasten gibt. Und ich werde jetzt die Leberwurstpaste nehmen. Milky, ist das gut? Ja? Milky ist auch ein bisschen irritiert, was hier abgeht. Aber die nehmen wir auf jeden Fall schon mal mit. So, es ist irgendwie so ungewohnt. Frage Nummer 3. Kaufe etwas Hässliches, was aber trotzdem nützlich ist. Von Annalena 576. Milky, hast du eine Idee? Hässlich, aber nützlich. Wie wäre es mit diesem Regenmantel? Nein, Spaß beiseite. Um das Ganze direkt abzukürzen, vielleicht. Nee, die sind leider nicht hässlich genug, die Dummies. Eine überdimensionale Flexileine. Hässlich nützlich? Nein. Milka, komm, nein, nein. Ich finde nichts. Oh. Nee. Komm. Ich hab's, Leute, ich hab's. Da sind die Geschmäcker. Milka, komm mal weg da. Nicht überall dran riechen und nicht alles anfassen, hat die Mama dir gesagt. Und apropos, ich hatte unter meinem letzten Video, Milka, hör auf. Ich hatte unter meinem letzten Video so einen Kommentar von Leuten, die gesagt haben, oder besser gesagt gefragt haben, ob ich blöd bin, dass ich eigentlich mit meinem Hund rede.
Der würde mich ja gar nicht verstehen. Milka, verstehst du, was die meinen? Also ich nicht. So, kommen wir direkt zur Frage zurück, was hässlich, aber nützlich ist. Ich finde diese Flasche hier wirklich nicht schön, aber sie ist nützlich. Und aus diesem Grund denke ich, die werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Oder so einen Faltnapf oder einen Reisenapf. Ich glaube, wir bleiben bei diesem... Nein, wir nehmen doch diesen Reisenapf hier. Der ist nicht besonders schön, aber der ist auf jeden Fall super nützlich, wenn man unterwegs ist zum Tränken. Ne, Milky? Guck mal. Klasse. Milky ist irgendwie etwas verwirrt, aber gut. So, die nächste Frage. Sorry, Leute, ich lache eigentlich die ganze Zeit, wobei in meinen Augen kann man es vielleicht erkennen. Die nächste Frage ist von Sabrins STN. Ein Spielzeug für den Frühling. Outdoor natürlich. So, da habe ich auch eine Idee. Und zwar, Milka, komm mal mit. Wollen wir von Chuck It... Boah, mir fällt das Atmen so schwer darunter. Wow. Wollen wir von Chuck It schon ganz lange so einen großen Ball, aber ich glaube fast... Komm mal mit, Milka. Ich glaube, den gibt es hier nicht. Und zwar diesen ganz großen, der aussieht wie ein Fußball. Und den habe ich mal mit Nico in Holland gesehen. Da haben wir den nicht gekauft und jetzt würde ich ihn gerne kaufen. Ich glaube, den werden wir einfach bestellen, Schatz, ja? Den gibt es nämlich hier, wie ihr sehen könnt, leider nicht. Hier gibt es nur sowas. Aber den kann man nicht so gut kicken, weil der Kevin, der hätte gerne etwas, wo er quasi mit Milka oder mit dem er mit Milka Fußball spielen könnte. Und deswegen werden wir den bestellen. Ich blende euch aber mal ein, was ich meine. Und es ist so krass, mit dieser Maske zu atmen. Also allergrößten Respekt an alle, die im Einzelhandel arbeiten. Oder in Berufen, wo man so eine Maske tragen muss. Wie lange habe ich die jetzt auf? Nicht mal 10 Minuten. Und ich denke mir schon so, Alter, ich kriege keine Luft mehr. Das ist echt, echt nicht zu unterschätzen. Da hat man vorher, oder ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Das wird mir jetzt erstmal so bewusst, Milky. So, weiter geht's. Nächste Frage. Mädchen. Von M-Sophie-01. Kauf was mit Möhren für Milky. Milky liebt Möhren. Milka. Alles ist gut. Gott, Milky kann es überhaupt nicht deuten. Wenn ihr sie aus den anderen Videos kennt, dann wisst ihr eigentlich, ist sie immer voll aufgeregt und freut sich. Und heute ist sie irgendwie so, ja, okay. Aber wir werden jetzt mal was mit Möhrchen suchen. Komm mal mit. Und gehen dafür mal in die Hasenabteilung. Da gibt es mit Sicherheit was mit Möhren. Boah, und mir ist auch schon richtig schwindelig. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich irgendwie falsch atme oder so. Ich habe keine Ahnung. Mega strange. So. Hier sieht es doch schon mal möhriger aus. Und dann nehmen wir... Moment. Milky, komm mal weg da. Nicht daran. Einmal Konzentration, Cracker mit Möhren. Nee, sowas will ich nicht. Warte, Mama, sitz. Sitz. Ich würde fast sagen, ich nehme diese Karottenchips von Multifit für 1,99. Weil alles andere ist mit so super viel Getreide zum Nagen. Oh. Ups. Deswegen werden wir jetzt einfach die Karottenchips nehmen. Oh, nächste Frage ist gut. Von Helena Hoyos. Lass Milka laufen. Oh nein, laufen lassen kann ich sie jetzt natürlich nicht. Und sich etwas aussuchen. Also, wir werden das Ganze mal probieren. Ich mache sie jetzt hier natürlich nicht ab. Ich glaube, das ist klar. Aber ich drehe mal die Kamera. Such dir etwas aus, aber vielleicht nicht gerade die Pellets für Hasen. Oh oh. Ein riesengroßer Sack Seniorenfutter. Schatz, such dir bitte was Anständiges aus. Komm mal mit. Vielleicht hier? Oh, wo ist das? Such's.
Oh oh, was meint ihr? Was meint ihr? Milky war schon mal entschlossen. Na, Milky, das oder das? Das? Welches von beiden? Ja, welches? Milka, welches? Milky weiß es nicht. Schatz. Deswegen werden wir einfach mal das hier nehmen. Das kennen wir nämlich noch nicht. Chicken Chew, also irgendwas mit Hühnchen zum Kauen. Eine letzte Aufgabe machen wir noch, und zwar von Isabella XX. Kaufe das günstigste Produkt, was du in einer Minute finden kannst. Okay, starten wir mal. Ich habe leider keine Uhr, ich sehe es ja hier auf dem Videotimer. Milka, das günstigste Produkt. Boah, schwierig. Okay, wir starten jetzt einfach mal. 4,99. 2,99. 2,49. 2,29. 1,89. 1,99. 1,89. Oh, ich möchte aber auch, dass es irgendwie einen Sinn hat. Komm schnell, Milka. Ob ich vielleicht doch einfach... Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Milka, sit. Wir nehmen einen Multifit-Keks, Johannisbeerbrot. Das ist die Taste 2. Der ist jetzt zu leicht, wetten. Shit, der ist zu leicht, Leute. Noch einen. Vier Cent. Wir brauchen noch was von Taste 2. Moment. So einen fiesen Keks. Ein Keks. Zwei von diesen Keksen. Ja. Wieso kann ich nicht für 14 Cent Leckerlis kaufen? Moment mal. Hä? Ist das mühsam. Moment. Okay, warum auch immer es jetzt geklappt hat, ich habe einfach eine Tüte genommen und jetzt sind es 16 Cent. Also ich glaube, das zählt auf jeden Fall. Deswegen packen wir die auch mal ein und schauen, ob wir noch eine Aufgabe haben. Ja, Milky, das sind ganz leckere Getreidekekse. Ich muss leider die Maske abnehmen, damit mein Face-ID funktioniert. I'm sorry. So. Also, gehe in die Hundeabteilung von Paula Ludin. Gehe in die Hundeabteilung, drehe dich 5-mal und nimm das erste aus dem Regal. Gehen wir mal hier hin. Hier ist besonders viel. 1, 2, oh Gott, 3, 4, 5. Oh. Okay. Bevor es jetzt zu peinlich wird, ich nehme diesen Ball, der gerade runtergefallen ist. Das ist ein TPE-Ball. Aha, was auch immer TPE ist. Ah, der knistert. Der knistert. Okay, der knistert. Ja, sorry, ich muss diese Maske aufsetzen. Es tut mir leid. Was ist überhaupt mit dir? Was ist denn mit dir? Wieso trägst du denn keine Maske? Okay, Leute, egal, wir nehmen jetzt den Ball und gehen raus. Also, dann reicht das ja auch für heute. Ja. So. Oh, Alter, wow. Okay, wir sind wieder im Auto. Und die 10 Minuten, die ich drin war, ich hatte es ja schon mal gesagt, vielleicht war es auch, weil ich irgendwie aufgeregter war als sonst und anders geatmet habe. Aber ich bin auf jeden Fall vollkommen außer Puste. Ich weiß nicht, ich habe voll das Herzklopfen. Ich glaube, das war einfach gerade so eine komische Situation. Aber auch mit der Maske. Also wirklich riesengroßen Respekt an alle, die arbeiten und diese Maske tragen müssen. Das ist echt krass. Und ja, wir sind jetzt wieder im Auto. Ich denke, wobei ich denke doch, das Video ist
zu eurer Zufriedenheit geworden. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ich denke auch, ihr könnt verstehen, dass ich jetzt nicht so ein super ausgedehntes Shopping-Haul mache wie sonst immer. Aber ich wollte euch trotzdem eine kleine Freude zu Ostern machen. Deswegen, oh, Hauptsache ich fasse mir jetzt ins Gesicht. Wow, das ist alles so. Ja, man muss sich halt an die ganze Situation gewöhnen. Milky hat sich hingelegt, wie ihr sehen könnt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Freude mit dem Video. Den Chucket-Ball, den werden wir gleich zu Hause bestellen. Vielleicht kommt der bis Ostern an. Ich hoffe es doch sehr. Dann werden wir berichten bei Instagram. Da könnt ihr mir natürlich auch gerne folgen. Ich blende es euch hier unten nochmal ein, wie wir heißen, wie ich heiße, wie Milky heißt. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Mittwoch. Bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Auch schon wieder. Bis dann, ihr Lieben. Ciao.